Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog und heute bin ich tatsächlich zufällig auf Frank vom Schräg gestoßen. Und es gibt noch einen Special Guest, seid gespannt. So Frank, ich komme hier gerade von München nach Wuppertal auf dem Weg an Leonberg vorbei und dann sehe ich, da komme ich in die Ecke, da stehst du hier mit dem Model 3, dem Special Guest dieses Videos. Wie kann ich das verstehen? Wie kommst du an so ein Auto? Ja, du hast wieder alles nicht mitgekriegt, ne? Nee, ich habe gar nicht. Ich bin die letzten Tage offline gewesen. Ja, und am Samstag war ja in München bei Next Move Day sozusagen an der Niederlassung und da konnte man das Model 3 angucken und ich habe es dann danach mitgenommen hier nach Stuttgart. Ja, ich bin gerade viel unterwegs, deswegen viele Termine und mit Leuten getroffen, deswegen bin ich gerade komplett offline gewesen. Ja, okay, krass. Und du hast das jetzt so ein paar Tage und dürfen wir hoffen, dass du da auch deine typischen Verbrauchsvideos und Fahrten machst? Bin halt heute mal meine Strecken so ein bisschen gefahren, morgen früh noch eine und da werden wir mal so ein bisschen Vergleich haben, vor allem auch den Kofferraumtest. Ja, also er hat mir schon was verraten, aber ich sag's jetzt noch nicht. Ja. Aber sag mal, wie ist denn so dein erster Eindruck vom Fahren, vom Verbrauch, was gefällt dir besonders gut und was vielleicht nicht so? Also wenn man vollgeladen hat, zeigt das jetzt Long Range 500 Kilometer an. Das ist schon mal das Erste, was man merkt. Mhm. Dann fährt es sich tatsächlich, das sage ich jetzt, wie ein kleines Model S. Mhm. Also voll cool eigentlich. Hat auch komplett das Feeling so von dem Tesla und auch Autopilot und so. Keinerlei Abstriche irgendwie. Also ist schon echt ein cooles Auto. Echt super. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut eigentlich vergleichbar mit den richtig teuren Autos ist. Also ich habe einen ähnlichen Eindruck. Ich fand auch, dass es wie ein kleines Model S ist. Und ich hatte sau viel Spaß, als ich das Auto von Jojo gefahren bin. Das war schon richtig cool. Und was gefällt dir nicht so gut? Ja, gibt's irgendwas? Die Türgriffe sind mit gewöhnungsbedürftig. Ja. Da wird es noch ein Video geben. Haben wir gerade mit deiner Frau ausprobiert. Also das mit den Griffen ist wirklich... Du machst es normal mit rechts. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, ihr habt recht irgendwie. Also ich finde von unten ist am angenehmsten. Also ich habe auch immer so. Wir müssen in der Anleitung gucken. Ja. Das kann gar nicht sein. Elon Musk soll das vorführen. You are holding it wrong. Also meine Frau hatte wirklich Schwierigkeiten, irgendwie die richtigen Handwinkel zu finden. Oder von unten. Wir waren nicht im Zweifel, wie es gehen soll. Schreibt doch mal in die Kommentare, würdet ihr oder habt ihr vielleicht so mal die Griffe in der Hand gehabt und sagt ihr von unten oder von oben? Und rechts oder links? Ja, oder rechts oder links, genau. Ja, Kofferraum ist das nächste Problem tatsächlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es geht super rein alles. Nicht nur die Höhe oder so, aber das muss man sich angucken, was man reinladen will. Das ist so mal die zwei Punkte, die auf jeden Fall schwierig sind. Ansonsten mit dem neuen Display komme ich eigentlich super klar. Also da habe ich jetzt gar keine Probleme und auch mit den Rollrädern und so, das ist alles irgendwie super cool, da kann man sich dran gewöhnen. Also das ist kein Problem. Also vermisst den Tacho nicht? Nee, überhaupt nicht. Und die neue Lüftung ist super, ne? Das ist auch ein absolut cooles Gag. Und ich hoffe sehr, dass Tesla das Model S und Model X designtechnisch daran anpassen wird, weil so eine Formensprache fände ich schon ganz gut und mir gefällt es auch gut. Das vermute ich auch, dass das kommen wird. Ich weiß aber nicht, ob das allen gefällt. Also mir hat es ja auch nicht gefallen. Ich habe gedacht, ich habe dieses schöne Display da wieder drin, so im Hochformat. Und das war dann nicht. Alles quer jetzt. Ne? Aber ich habe mich inzwischen da jetzt in dem Auto zumindest dran gewöhnt. Und es war ja jetzt auch tatsächlich die Meldung, dass sowohl der Internetbrowser als auch diese Energieanzeigen kommen, die ja bisher noch fehlen. Wenn die noch kommen, ist es total gleichwertig. Mhm. Also Autopilot und so ist total jetzt schon gleichwertig. Mhm. Also super. Also man könnte sagen, ein Model S ist reiner Luxus und wenn einem das Auto von dem Format her gefällt, reicht eigentlich Model 3, ne? Richtig. Finde ich also auf jeden Fall, Model 3 ist völlig hinreichend. Ja. Also Model S passt definitiv mehr rein, aber es fährt nicht weiter. Nee, richtig, genau. Verbrauch übrigens 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mhm. Okay. Gigantisch. Was heißt das denn jetzt für dich persönlich? Du bist ja immer noch hin und her gerissen, glaube ich. Hast du jetzt eine Entscheidung getroffen, was du jetzt dein nächstes Auto Ich entscheide mich nicht. Meine Entscheidung ist, jeden Monat ein neues Auto bei Next Move zu holen. Oh. Ja. Shameless plug. Ja, wir wollten ja nochmal eins scheren mit mehreren Leuten zusammen. Ja. Sechs Leute ein Auto. Ja. Das ist noch im Moment der Plan, aber das muss man jetzt wirklich sich überlegen, weil das Auto ist einfach zu gut. Ne? Ich muss meine Firma überreden eigentlich. Ne? Das heißt, du kannst als Firmenwagen kannst du sowas eigentlich nicht haben? Nee, nur deutsche Hersteller. Ah, ich muss auf VW warten.
Oh, das tut mir sehr leid für dich. Während alle Tesla fahren, okay, dann verstehe ich deine Problematik. Aber wie gesagt, mal schauen, wie die Mietkonditionen sind oder was wir uns sonst noch einfallen lassen. Okay. Ja, Frank, Mensch, vielen Dank für deinen ersten Eindruck. Finde ich voll super, dass wir uns mal kennenlernen. Genau. Ich bin ja schon ein paar Mal hier vorbeigefahren, ist auch nach Horb, zuletzt, wo wir uns leider verpasst haben. Und ich, genau. Da war ich nämlich tatsächlich. Ich habe gesehen, du warst auch samstags da. Ne? Ich war samstags da. Das ist ja seltsam. Ich stand an dem einen Ende und du an dem anderen Ende. Richtig, kann man so sagen. Also, hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir. Und ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem Model 3 und bin sehr gespannt auf deine Videos. Tschüss. Tschüss. So, ja, das war Frank von Schräg und das Model 3 von Next Move. Bin sehr gespannt. Und, wie hat dir das Auto gefallen? Sag doch mal. Also, ich bin zu blöd gewesen, es aufzumachen. Ne? Also, man braucht eine Anleitung tatsächlich, um die Handgriffe zu benutzen. Ja, das ist ein bisschen tricky, finde ich. Ich weiß aber jetzt, wie es geht, dann funktioniert es. Mit langen Fingernägeln ist es schwierig, ich habe gar nicht so lange, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich finde es richtig schön, total clean von innen. Mir ist es ein bisschen zu groß, aber sonst finde ich es ein cooles Auto. Es ist hier immer noch zu groß. Sie fährt ja das Model S nicht, weil es zu groß ist. Und jetzt sagst du, das Model 3 ist immer noch zu groß. Ja, das ist doch nicht kleiner. Nur ja doch, ein DIN-A, Tesla selbst sagt ein DIN A4 Blatt, nämlich 29 cm in der Länge kürzer und ich glaube 9 oder 10 cm in der Breite schmaler. Ja, das ist ja was. Naja, geht so. Ich fahre weiter smart. Okay, also keinen zweiten Tesla für Danica. Naja, vielleicht irgendwann. Oh. Vielleicht irgendwann, mal schauen. Okay, ja, aber ein schönes Auto ansonsten, ne? Super schick, total schick. Also, nochmal, haben wir gerade schon mit dem Frank gesagt, wer gerne einen Tesla haben will und vielleicht sogar auch schwankt, warten aufs Model 3 oder ein Model S kaufen. Model S natürlich super, also wir lieben unser Model S, aber das Model 3 ist ein richtig gutes Auto. Ich finde, das ist richtig gut geworden, es fährt sich geil, ich bin es ja schon mal gefahren. Video verlinke ich in der Infobox, kann ich nur empfehlen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir fahren weiter Richtung Wuppertal. Schöner Zufall hier, den Frank und das Model 3 zu sehen. War wirklich Zufall, das glaubt uns hier keiner. Nee, das glaubt uns kein Mensch. Von daher, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Nino vom Danzai-Blog und Danica natürlich. Und lasst uns zusammen die Welt retten mit einem Model 3. Liebend gerne, so schönes Auto. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.